Und damit ein herzliches Hallo und willkommen zu Kurz angegrabbelt. Und zwar heute mit Ladevorgang. Nein, mit Phoenix Wright Ace Attorney, die Trilogie für den PC. Ich bin ein großer Ace Attorney Fan, habe allerdings nie die Spiele für den DS gespielt. Und zwar kam das allererste Spiel damals 2001 für den Nintendo DS raus in Japan. Ich glaube, ein Jahr später kam es zu uns oder ein halbes Jahr. Nagelt mich nicht darauf fest. Und es ist eine riesige Reihe, vor allen Dingen in Japan. Und es kamen unglaublich viele Teile. Und letztes Jahr kam die Trilogie, also die ersten drei Ace Attorney Spiele, als Remastered in Anführungsstrichen. Also es ist jetzt nicht mehr so pixelig. Und die Steuerung ist ein bisschen anders. Kam für den PC raus. Und zwar auf Steam. Und ich möchte heute, wie gesagt, weil ich diese Spielereihe ziemlich gut finde, möchte ich sie mit euch heute mal ein bisschen anschauen. Und zwar einmal kurz angrabbeln. Ich habe schon, mit Freunden spiele ich das zusammen. Sind wir schon im zweiten Teil des Spiels. Aber ich möchte gerne euch im ersten Teil den allerersten Fall zeigen. Der geht nicht lang, vielleicht eine Dreiviertelstunde, sodass ihr halt einen kurzen Eindruck bekommt. Worum geht's in diesem Spiel? Was ist das für ein Spiel? Warum, wieso, weshalb? So, und wir werden einfach reingehen. Episode 1, der erste Wandel. Und zwar muss man dazu sagen, dass dieses Spiel ein, ja, Gerichtsspiel ist. Es ist so ein bisschen wie Point and Click, also es gibt auch Ebenen, wo man rumläuft und Sachen anschaut. Aber in erster Linie spielt sich dieses Spiel in einem Gerichtshof ab. Und zwar, Phoenix Wright ist ein Verteidiger und den spielen wir, beziehungsweise sehen das aus seiner Sicht und wir müssen halt unsere Mandanten vor Gericht verteidigen und den Fall lösen. Und das tun wir jetzt auch. Möchtest du der erste Wandel spielen? Das Spiel hat keine Sprachausgabe. Es ist allerdings komplett auf Deutsch. Alle Texte, es gibt es auch auf Englisch oder Japanisch oder so. Also da könnt ihr frei entscheiden, wie ihr das gerne haben möchtet. Ich spiele es auf Deutsch, weil, ja, ich kann es auch auf Englisch spielen, aber... Aber jetzt erstmal Intro. Verdammt! Warum ich? Niemand darf mich erwischen. Nicht auf diese Weise. Ich muss jemanden finden, dem ich das anhängen kann. Jemanden wie ihn. Es wird so aussehen, als hätte er es getan. August, 9.47 Uhr, Bezirksgericht, Anklagen, Angeklagtenzimmer Nummer 2. Also ich werde das jetzt hier komplett synchronisieren, selber synchronisieren. Ich hoffe, euch gefällt das oder so. Mann, bin ich nervös. Right. Oh, hallo Chefin. Mann, zum Glück bin ich pünktlich. Nun ist es also soweit. Ihre erste Verhandlung. Seit den Testverhandlungen an der Highschool war ich nicht mehr so nervös. Na, dann wird's aber Zeit, dass Sie wieder in Schwung kommen. Ja, klar. Ich schätze, Sie haben recht. Wissen Sie, Chefin, es tut mir leid, dass Sie heute den ganzen Weg wegen mir gekommen sind. Wo denken Sie hin, Phoenix? Ihre Premiere möchte ich mir doch nicht entgehen lassen. Trotzdem fühle ich mich geehrt. Nicht jeder traut sich, einen Mordprozess so früh anzunehmen. Das sagt viel über sie aus und über ihren Mandanten. Danke. Eigentlich schulde ich ihm einen Gefallen. Ein Gefallen? Heißt das, Sie haben den Angeklagten schon vor dem Prozess gekannt? Ja. Ehrlich gesagt verdanke ich ihm in gewisser Weise meinen Beruf. Er ist einer der Gründe, weshalb ich Anwalt geworden bin. Oh, das habe ich nicht gewusst. Ich möchte ihm da raushelfen, so gut ich kann. Ich will ihm wirklich helfen. Ich verdanke ihm so viel. Es ist aus!
mein Leben. Alles, alles ist aus. Ist das Ihr Mandant, der da drüben so rumschreit? Ja, das ist er. Tod, Verzweiflung, oh, ich werde sterben. Es klingt, als wolle er sterben. Ja. Nick! Hey, Larry. Oh Mann, ich bin an allem schuld. Sag ihnen, dass ich schuldig bin. Gebt mir die Todesstrafe. Ich habe keine Angst zu sterben. Was? Was ist denn los, Larry? Oh, es ist alles aus. Ich bin erledigt. Erledigt! Ich kann ohne sie nicht leben. Ich kann es nicht. Wer hat sie mir weggenommen, Nick? Wer hat es getan? Komm schon, Nick, sag es mir. Wer hat mir meine Kleine weggenommen? Wer für den Tod deiner Freundin verantwortlich ist? In der Zeitung steht, dass du es warst. Ich heiße Phoenix Wright. Ich bin erst seit 3 Monaten Anwalt. Das hier ist mein erster Prozess. Hier sind die Fakten. Mein erster Fall ist ziemlich einfach. Eine junge Frau wurde in ihrer Wohnung ermordet. Sie haben den unglückseligen Trottel, mit dem sie ausging, festgenommen. Larry Butts. Seit der Grundschule mein bester Freund. In der Schule haben alle gesagt, ist was faul, war's der Butts. In den 23 Jahren, die ich ihn kenne, hat das auch immer gestimmt. Er hat ein Talent dafür, sich in Schwierigkeiten zu bringen. Eines kann ich jedoch sagen. Er kann meistens nichts dafür, er ist einfach ein Pechvogel. Aber ich weiß, dass er das Herz am rechten Fleck hat. Ich schulde ihm etwas. Ich habe den Fall angenommen, um seinen Namen reinzuwaschen. Und genau das werde ich tun. 3. August, 10 Uhr, Bezirksgericht, Gerichtssaal Nummer 2. Das Gericht befasst sich nun mit dem Verfahren gegen Herrn Larry Potts. Die Anklage ist bereit, euer Ehren. Die, Verteidigung ist bereit, euer Ehren. Herr Wright? Dies ist Ihre erste Verhandlung, nicht wahr? Ja, euer Ehren. Ich bin etwas nervös. Das Schicksal Ihres Mandanten hängt allein von Ihrer Verhandlungsführung ab. Mord ist eine ernste Sache. Ich hoffe für Ihren Mandanten, dass Sie die Nerven behalten. Danke, euer Ehren. Herr Wright? Unter diesen Umständen möchte ich einen kleinen Test mit ihm machen, um zu sehen, ob sie wirklich bereit sind. Ja, euer Ehren. Ach, die Hände zittern, die Sicht verschwimmt. Der Test besteht aus ein paar einfachen Fragen. Beantworten Sie sie klar und deutlich. Nennen Sie bitte den Namen des Angeklagten in diesem Prozess. Der Angeklagte ist natürlich Larry Butts. Der Angeklagte? Nun, das ist Larry Butts, euer Ehren. Korrekt. Versuchen Sie einfach, einen klaren Kopf zu behalten. Dann wird das schon. Nächste Frage. Dies ist ein Mordprozess. Können Sie mir den Namen des Opfers nennen? Puh, das weiß ich. Zum Glück habe ich oft die Akten gelesen. Es ist... Ein Moment. Oh oh. Nein, das gibt's nicht. Ich hab's vergessen. Ich stehe total auf dem Stauch. Phoenix, sind Sie sich wirklich sicher, dass Sie das schaffen? Sie kennen nicht mal den Namen des Opfers? Oh, das Opfer. Natürlich weiß ich den Namen. Ich hatte ihn nur vergessen. Für einen Moment. Ich glaube, ich habe Kopfschmerzen. Sehen Sie, der Name des Opfers steht in der Gerichtsakte. Drücken Sie einfach Tab, um sie zu überprüfen, okay? Man kann auch dieses Spiel auch mit der Tastatur spielen. Allerdings, man kann auch hier unten einfach auf die jeweiligen Sachen einfach draufdrücken. Und das ist unsere Gerichtsakte, wo wir Beweise drin finden, Profile von den einzelnen Leuten und so weiter und so fort. Wir können sie sich auch alle immer anschauen, wie zum Beispiel, wir haben unsere Anwaltsmarke. Niemand würde glauben, dass ich Anwalt bin, wenn ich das hier nicht dabei hätte. Dann Cindys Autopsiebericht. Todeszeit 31.07.16 bis 17 Uhr. Todesursache Blutverlust durch Schlagwunde. So, dann können wir hier gucken.
Profile? Mia Faye, 27 Jahre, Chefanwältin bei Faye und Partner. Meine Chefin ist eine exzellente Verteidigerin. Das ist die Troller, mit der wir da gerade am Schnacken sind. Larry Butts, 23 Jahre, der Angeklagte in diesem Fall. Er ist nett, er war mein Freund in der Grundschule. Cindy Stone, 22 Jahre, das ist unser Opfer. Das Opfer in diesem Fall. Ein Model ohne eigene Wohnung. Und dann haben wir, das ist der Staatsanwalt, Winston Payne, 52 Jahre. Der Staatsanwalt in diesem Fall hat kaum Charisma, ihm fehlt es an Überzeugungskraft. Also, wir wissen, Cindy Stone, das ist unser Opfer. Sie sollten sie öfter überprüfen. Tun Sie es für mich, ich bitte Sie. Wie lautet Ihre Antwort? Wie heißt das Opfer in diesem Fall? Cinderblock, lol. Der Name des Opfers ist Cindy Stone. Korrekt. Sagen Sie mir jetzt, was die Todesursache war. Sie starb, weil sie... erschlagen wurde. Sie wurde mit einem stumpfen Gegenstand erschlagen. Korrekt. Sie haben alle meine Fragen beantwortet. Es gibt keinen Grund, nicht fortzufahren. Sie wirken viel lockerer, Herr Wright. Das ist gut. Danke, Euer Ehren. Aber ich bin nicht lockerer. So viel steht fest. Gut, dann zuerst eine Frage an die Anklage. Herr Payne? Ja, Euer Ehren. Wie Herr Wright sagte, wurde das Opfer mit einem stumpfen Gegenstand erschlagen. Können Sie dem Gericht erklären, was das für ein Gegenstand war? Bei der Mordwaffe handelt es sich um die Statue der Denker. Sie wurde neben dem Opfer auf dem Boden gefunden. Ich verstehe. Das Gericht nimmt sie als Beweisstück auf. Statue. Eine Statue des Denkers. Sie ist ziemlich schwer. Right. Achten Sie auf alle Beweise, die während des Prozesses hinzukommen. Diese Beweise sind Ihre einzige Waffe im Gerichtssaal. Drücken Sie möglichst oft Tab, um die Gerichtsakte zu überprüfen. Genau, jedes Mal, wenn wir hier halt reingehen, dann werden halt die Beweise aktualisiert. Selbst wenn irgendwas Neues dazu kommt hier im Text, immer wieder reingucken. Das ist eigentlich so das Einzige, was man wirklich immer machen kann. Selbst wenn irgendwie gerade gequatscht wird, immer in die Gerichtsakte reingucken und den Richter ignorieren. Punkt 1. Herr Payne, die Anklage darf ihren ersten Zeugen aufrufen. Die Anklage ruft den Angeklagten Herr Watts in den Zeugenstand. Chefin, was soll ich jetzt machen? Passen Sie gut auf. Ihnen darf nichts entgehen, das Ihrem Mandanten helfen könnte. Wir haben die Möglichkeit, später auf die Anklage zu reagieren. Seien Sie bereit. Hoffentlich sagt er nichts Unglückliches. Oh je, Larry wird leicht nervös. Das könnte böse enden. Herr Butts, stimmt es, dass das Opfer sich erst vor kurzem von Ihnen getrennt hat? Hey, passen Sie auf, Freundchen! Wir waren ein tolles Paar, wie Romeo und Julia, wie Cleopatra und Marcus Antonius. Sind die nicht alle schon tot? Sie hat sich nicht von mir getrennt. Sie wollte mich einfach nicht sehen und hören. Was geht Sie das überhaupt an? Herr Butts, was Sie da beschreiben, nennt man für gewöhnlich trennen. Sie hatte sie vollkommen abgeschrieben und sich mit anderen Männern getroffen. Sie war am Tag vor dem Mord mit einem von ihnen gerade aus dem Ausland zurückgekommen. Was soll das heißen mit einem von ihnen? Lügen! Nichts als Lügen! Ich glaube ihnen kein Wort. Euer Ehren, der Pass des Opfers. Demnach war sie am Tag vor ihrem Tod in Paris. Pass. Das Opfer kam scheinbar am 30.07. aus Paris zurück, einen Tag vor dem Mord. Sie scheint wirklich am Tag vor dem Mord zurückgekommen zu sein. Hey, Mann, kann nicht sein. Das Opfer war Model, hat aber kaum was verdient. Anscheinend hat sie eine ganze Schar von Sugar Daddies. Daddies? Sugar? Ja, ältere Männer, die ihr Geld und Geschenke gegeben haben. Mit dem Geld finanziert sie sich ihren Lebensstil. Mann! Es ist offensichtlich, was für ein Mensch Frau Stone gewesen ist. Na, Herr Butts, wie denken Sie jetzt über sie? Right? Ich glaube nicht, dass Sie wollen, dass er auf diese Frage antwortet. War ja klar, Larrys Klappe hat ihn schon immer in Schwierigkeiten gebracht. Soll ich? Nicht antworten lassen, Einspruch erheben. Mein Mandant wusste nicht, dass das Opfer sich mit anderen Männern getroffen hat. Diese Frage hat mit dem Fall nichts zu tun.
Oh, Mann. Mann, Nick, was soll denn das heißen? Irrelevant. Diese Kuh hat mich beschissen. Das überlebe ich nicht. Ich falle gleich tot um. Genau, und wenn ich sie in einem späteren Leben treffe, dann gehe ich in der Sache auf den Grund. Lassen Sie uns mit der Verhandlung fortfahren, in Ordnung? Ich halte das Motiv des Angeklagten für eindeutig. Ja, ziemlich. Oh Mann, das sieht gar nicht gut aus. Nächste Frage. Sie gingen am Tag des Mordes zur Wohnung des Opfers, nicht wahr? Nun, ja oder nein? Ja, vielleicht auch nicht. Oh je, er war da. Was jetzt? Man kann sich halt immer entscheiden. Es gibt halt meistens mehrere Antwortmöglichkeiten, je nachdem. Und je nachdem, wie man sich dann entscheidet, entweder kriegt man dann Konsequenzen aufgedrückt oder es geht gut aus. In dem Fall lassen wir ihn einfach mal ehrlich antworten. Ich hab's. Ich gebe Ihnen ein Zeichen. Ich schlage auf den Tisch. Sag die Wahrheit. ja, ich war da. Ich bin hingegangen. Ruhe! Nun, Herr Batz? Mann, bleib cool. Sie war nicht da, Mann. Also habe ich sie auch nicht gesehen. Euer Ehren, der Angeklagte lügt. Er lügt? Ich meine natürlich, er lügt. Die Anklage würde gern einen Zeugen aufrufen, der beweisen kann, dass Herr Batz lügt. Nun, das macht die Sache einfacher. Wer ist Ihr Zeuge? Der Mann, der die Leiche des Opfers gefunden hat. Kurz bevor er den grausamen Fund machte. Hat er gesehen, wie der Angeklagte vom Tatort geflohen ist? Ruhe! Ruhe im Gerichtssaal! Herr Payne, die Anklage darf Ihren Zeugen aufrufen. Ja, Euer Ehren. Das sieht schlecht aus. Am Tag des Mordes hat mein Zeuge im Haus des Opfers Zeitung verkauft. Holen Sie bitte Herr Frank Savitt in den Zeugenstand. Ja, moin. Herr Savitt, Sie verkaufen Zeitungsabonnements. Stimmt das? Oh, ja, Zeitung, klar. Herr Savitt, machen Sie Ihre Aussage. Bitte sagen Sie dem Gericht, was Sie am Tag des Mordes gesehen haben. So, jetzt wird es spannend, und zwar kommt jetzt die Zeugenaussage. Das Spiel basiert eigentlich immer daraus, dass der Zeuge aussagt und man diese Aussagen auseinandernimmt, Widersprüche findet, sie mit Beweisen vergleicht und so herausfindet, dass der Zeuge lügt. Das ist im Grunde eigentlich das komplette Spiel. Und das sieht dann so aus. Ich ging von Tür zu Tür und verkaufte Abos, als ein Mann aus einer Wohnung floh. Es sah so aus, als hätte er es eilig, weil er die Tür nicht hinter sich zumachte. Das kam mir komisch vor und ich warf einen Blick in die Wohnung. Dann sah ich sie da liegen, eine Frau, reglos, tot. Ich bekam Angst, fing an zu zittern und traute mich nicht hineinzugehen. Ich wollte sofort die Polizei rufen, aber das Telefon in der Wohnung funktionierte nicht. Ich ging in den nahegelegenen Park und fand dort ein öffentliches Telefon. Ich weiß noch, es war genau 13 Uhr. Der Mann, der wegrannte, war ohne Zweifel der Angeklagte dort drüben. Larry, warum hast du nicht die Wahrheit gesagt? Ich kann dich gegen so eine Aussage nicht verteidigen. Übrigens, warum funktionierte das Telefon in der Wohnung des Opfers nicht? Euer Ehren, zum Zeitpunkt des Mordes gab es einen Stromausfall im Gebäude. Sollten Telefone nicht auch bei einem Stromausfall funktionieren? Ja, Euer Ehren. Aber manche schnurlose Telefone funktionieren eben nicht normal. Das Telefon, mit dem es Herr Savitt probierte, war ein solches, Euer Ehren. Ich habe hier ein Protokoll des Stromausfalls zur Einsicht. Stromausfallprotokoll. In Frau Stones Haus gab es am Tag des Verbrechens von 12 bis 18 Uhr keinen Strom.
Alter, 6 Stunden kein Strom, ich würde abrasten, ne? Und alles in meinem Kühlschrank wäre schlecht hinterher. Nun, Herr Wright. Ja, Mia, euer Ehren. Sie können jetzt mit dem Kreuzverhör beginnen. Kreuzverhör, euer Ehren? Na gut, Wright, es ist soweit. Jetzt geht's ums Ganze. Was genau soll ich jetzt tun? Denken Sie auf, wo der Zeuge bei seiner Aussage gelogen hat. Gelogen? Was? Er hat gelogen? Ihr Mandant ist doch unschuldig, oder? Dann hat der Zeuge bei seiner Aussage gelogen. Oder ist Ihr Mandant doch schuldig? Wie kann ich das Gegenteil beweisen? Sie haben es in der Hand. Suchen Sie bei den Beweisen. Vergleichen Sie die Aussage mit den Beweisen, die es gibt. Da muss es einen Widerspruch geben. Suchen Sie die Widersprüche zwischen Gerichtsakte und Zeugenaussage. Wenn Sie den entscheidenden Widerspruch gefunden haben, decken Sie ihn auf und stopfen Sie dem Zeugen damit den Mund. Okay. Öffnen Sie mit Tab die Gerichtsakte und decken Sie die Widersprüche auf. So, weil jetzt wird's nämlich lustig. Jetzt beginnt nämlich das Zeugenverhör. Das Kreuzverhör. So, ich ging von Tür zu Tür und verkaufte Abos, als ein Mann aus einer Wohnung floh. Man kann jetzt angreifen oder man kann einen Beweis präsentieren und damit sagen, Junge, deine Aussage ist scheiße. Ich mache das immer so, dass ich jede Aussage einmal durchgehe und einmal angreife, weil so kommen meistens nochmal neue Informationen hinzu. Hier ist unsere HP. Wenn wir falsche Beweise oder falsche Aussagen nennen oder so, kriegen wir halt Konsequenzen und wir verlieren HP. Wenn wir bei 0 sind, ist unser Mandant automatisch schuldig gesprochen. Also vorher immer nachdenken, was man tut. Wir können ja einfach mal angreifen. Das sieht dann so aus. Ist denn ein Mann, der eine Wohnung verlässt, nicht was ganz Normales? Mir kommt es komisch vor, dass er Ihnen auffiel. Ich weiß nicht, er kam mir nur sonderbar vor, das ist alles. Als ob er wütend war und gleichzeitig verängstigt. Wie ein Verbrecher, der vom Tatort flieht. Die Verteidigung bitte, den Zeugen Mutmaßung zu unterlassen. Natürlich, der Zeuge meint damit, dass der Mann verdächtig aussah. Gut, was passierte danach? Also es gibt dann halt Sachen, die halt auffällig sind bei den zusätzlichen Aussagen, die dazukommen. Aber manchmal ist das eher so, dass man halt noch ein bisschen besseres Bild davon bekommt, was der Zeuge da gerade erzählt hat. Ups. So, als hätte er es eilig, weil er die Tür hinter sich nicht zumachte. Es kam mir komisch vor und ich warf einen Blick in die Wohnung. Dann sah ich sie da liegen, eine Frau, reglos und tot. Ich bekam Angst, fing an zu zittern und traute mich nicht hineinzugehen. Ich wollte sofort die Polizei rufen. Aber das Telefon in der Wohnung funktionierte nicht. Ich ging in den nahegelegenen Park. So, und ich weiß noch, es war genau 13 Uhr. Und da haben wir nämlich den ersten Widerspruch. Weil wenn wir hier nämlich in unsere Gerichtsakte schauen, und zwar auf den Autopsiebericht, wissen wir, dass sie zwischen 16 und 17 Uhr gestorben ist und nicht um 13 Uhr. Also nehmen wir jetzt den Autopsiebericht und präsentieren ihn. Sie fanden die Leiche um 13 Uhr. Sind Sie sicher? Ja, es war 13 Uhr, ganz sicher. Offen gesagt, kann ich Ihnen das kaum glauben. Ihre Aussage steht ganz und gar im Widerspruch zum Autopsiebericht. Die Autopsie stellte eine Todeszeit von nach 16 Uhr fest. Es gab um 13 Uhr keine Leiche zu finden. Wie erklären Sie sich diesen Zeitunterschied von 3 Stunden? Das ist belanglos. Der Zeuge hat einfach die Uhrzeit vergessen. Nach dieser Aussage kann ich das nur schwer glauben. Herr Savitt, warum waren Sie sich so sicher, dass Sie die Leiche um 13 Uhr gefunden haben? Mann, das ist wirklich eine gute Frage. Gute Arbeit, Wright. Zeit, Ihnen in Schwierigkeiten zu bringen. Das ist alles, was Sie tun müssen. Decken Sie Widersprüche auf. Jeder Lüge folgt einer weiteren. Finden Sie eine und die ganze Geschichte fällt in sich zusammen. Warten Sie, ich erinnere mich jetzt. Wollen Sie Ihre Aussage wiederholen?
So, wenn sowas passiert ist, dann gibt es meistens eine weitere Zeugenaussage, wo halt nochmal Dinge dazukommen. Sehen Sie, als ich die Leiche fand, hörte ich die Uhrzeit. Eine Stimme sagte die Zeit an. Sie kam wahrscheinlich vom Fernseher. Aber das Ganze war um 3 Stunden verschoben, stimmt's? Das Opfer muss wohl eine aufgezeichnete Sendung angesehen haben. Deshalb dachte ich, es sei 13 Uhr. Das Missverständnis tut mir furchtbar leid. Ich verstehe. Sie hörten eine Stimme, die in einem aufgezeichneten Programm die Uhrzeit ansagte. Herr Wright, Sie können den Zeugen ins Kreuzverhör nehmen. Dieser Richter glaubt halt wirklich komplett alles, was man ihm erzählt. Man könnte ihm sogar erzählen, dass der Himmel rosa ist und er so, ja, Sie haben recht. Wright, Sie wissen, was Sie zu tun haben. Ich weiß. So, jetzt haben wir uns die nächste Aussage angehört. So, als ich die Leiche fand, hörte ich die Uhrzeit. Eine Stimme sagte sie, wahrscheinlich vom Fernseher. Wir wissen allerdings, da wir in der Akte halt nachschauen, wissen wir, dass halt kein Strom war zwischen 12 und 18 Uhr. Also sogar um 13 Uhr, wo er sich das angeblich gehört hat. Und sogar zu dem Zeitpunkt, wo das Opfer halt tot war. Also präsentieren wir das Protokoll. Warten Sie. Die Anklage hat gesagt, es gab einen Stromausfall, als die Leiche entdeckt wurde. Und dieses Protokoll beweist es. Sie hätten weder einen Fernseher noch ein Video hören können. Die Verteidigung hat recht. Haben Sie dafür eine Erklärung, Herr Savitt? Nein, ich finde es auch höchst seltsam. Wirklich. Warten Sie, ich erinnere mich jetzt. Herr Savitt, das Gericht hätte gerne von Anfang an eine wahrheitsgemäße Aussage. Diese ständigen Korrekturen schädigen Ihrer Glaubwürdigkeit. Außerdem wirken Sie ziemlich verwirrt. Wie ich alter Mann. Es tut mir leid, Euer Ehren. Das muss wohl noch der Schock vom Fund der Leiche sein. Schon gut, Herr Savitt. Dann wiederholen Sie bitte Ihre Aussage noch einmal. Und eine weitere Zeugenaussage. Die Uhrzeit hören. Ich habe die Uhrzeit nicht gehört, sondern gesehen. Auf dem Tisch stand doch eine Uhr, nicht wahr? Ja, die Mordwaffe. Der Mörder hat damit das Opfer erschlagen. Die muss ich gesehen haben. Sie haben die Uhr gesehen? Das würde es erklären. Die Verteidigung darf den Zeugen ins Kreuzverhör nehmen. Gern. So, wir wissen allerdings, dass unsere Mordwaffe einfach nur eine Statue war. Auf dem Tisch stand doch eine Uhr, nicht wahr? Ja, die Mordwaffe. Der Mörder hat damit das Opfer erschlagen. So, aber es war halt keine Uhr. Es war halt einfach nur eine Statue. Wir präsentieren sie also an dieser Stelle wieder. Warten Sie noch einen Moment. Die Mordwaffe war keine Uhr, sondern eine Statue. Oder sieht das hier etwa nach einer Uhr aus? Was? Sie mit Ihren Einsprüchen und Beweisen, für wen halten Sie sich? Beantworten Sie einfach meine Frage, Herr Savitt. Ich habe sie dort gesehen. Das ist eine Uhr. Euer Ehren, dürfte ich? Ja, Herr Payne. Wie der Zeuge bereits sagte, ist diese Statue eine Uhr. Am Genick ist ein Knopf, drückt man ihn, hört man eine Zeitansage. Da sie nicht wie eine Uhr aussieht, habe ich sie als Statue vorgelegt. Mein Fehler. Ich verstehe. Die Mordwaffe war also eine Tischuhr. Nun, Herr Wright, es scheint, als hätte der Zeuge die Wahrheit gesagt. Das ist eine Uhr. Haben Sie doch irgendwelche Einwände gegen die Aussage? Man geht hier meistens einfach immer mit Ja, alles hinterfragen, alles hinterfragen, immer nachbohren, immer nachbohren. Euer Ehren, da ist ein riesiger Widerspruch in der Aussage des Zeugen. Er hätte nur wissen können, dass es eine Uhr ist, hätte er sie in der Hand gehalten. Aber der Zeuge hat ausgesagt, dass er die Wohnung niemals betreten hat. Ein eindeutiger Widerspruch. In der Tat.
Der Zeuge wusste, dass es sich um eine Uhr handelte, weil er die Wohnung betreten hat. Sie lügen. Sie waren am Tag des Mordes in der Wohnung. Beweisen Sie es! Beweisen Sie, dass ich drin war! Ich beweise noch viel mehr. Ich beweise, dass Sie sie ermordet haben. Sie haben sie mit der Uhr erschlagen und dadurch wurde die Ansage ausgelöst. Das war es, was Sie gehört haben. Ruhe im Gerichtssaal! Interessant. Fahren Sie fort, Herr Wright. Ja, Euer Ehren. Herr Savitt, die Ansage muss Ihnen ziemlich unter die Haut gefahren sein. Verständlich, denn die Mordwaffe sprach, als sie auf das Opfer einschlug. Die Stimme hat sich in Ihr Gedächtnis eingebrannt. Darum waren Sie sich auch so sicher über die Uhrzeit. Was soll das heißen? Das sind doch bloß blanke Vermutungen. Blank? Dann sehen Sie sich doch das Gesicht des Zeugen an. Würde der Zeuge das bitte erklären? Haben Sie das Opfer mit der Uhr geschlagen? Dieser Tag, ich niemals, nein. Sehen Sie, die Uhr, ich hörte, nein, ich meine, ich sah. Klappe, 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 ich hasse sie. Er war's, ich weiß es, ich hab ihn gesehen. Er hat sie umgebracht und ich soll brennen. Er soll brennen. Brennen! Verurteilen Sie ihn zum Tode. Ruhe! Ich sagte Ruhe im Gerichtssaal. Euer Ehren, einen Moment bitte. Für die Anschuldigung der Verteidigung gibt es keinerlei Beweise. Herr Wright? Euer Ehren? Sie behaupten, dass die Stimme, die der Zeuge hörte, von der Uhr kam. Haben Sie dafür Beweise? Der ganze Fall hängt davon ab. Ich sollte jetzt lieber zweimal nachdenken. Ja, Euer Ehren. Die Stimme, die Herr Savitt gehört hat, muss von dieser Uhr gekommen sein. Es ist eindeutig, wenn Sie einfach die Uhrbatterien untersuchen, die Nachbarn fragen, die Uhr benutzen. Natürlich die Uhr benutzen. Lassen Sie uns die Uhr benutzen, hier vor Gericht. Euer Ehren, dürfte ich die Uhr haben? Ich bitte das Gericht, genau hinzuhören. Piep. Ich denke, es ist 8.25 Uhr. Das ist eine merkwürdige Art, die Zeit anzusagen. Nun, schließlich handelt es sich um den Denker. So, wir haben die Uhr gehört. Was schließen Sie jetzt daraus, Herr Wright? Herr Payne, können Sie mir sagen, wie spät es ist? Es ist 11.25 Uhr. Das heißt, diese Uhr geht genau 3 Stunden nach. Exakt der Zeitabstand zwischen dem, was Herr Savitt gehört hat, und der Todeszeit. Also, Herr Savitt, nun versuchen Sie mal, sich da rauszureden. Sie haben eines vergessen. Wovon spricht er? Auch wenn die Uhr jetzt 3 Stunden nachgeht, beweist das gar nichts. Woher wollen Sie wissen, dass sie am Tag des Mordes auch schon 3 Stunden nachging? Wenn Sie das nicht beweisen können, haben Sie nichts in der Hand. Er hat recht. Wie kann ich es beweisen? Verdammt, ich war so nah dran. Herr Wright, es scheint, als fehlt Ihnen der entscheidende Beweis, um die Behauptung zu belegen. Ja, Euer Ehren. Das heißt, Sie dürfen den Zeugen nicht beschuldigen. Leider. Damit ist das Kreuzverhör von Herr Frank Savitt beendet. Ich komme den ganzen Weg her, um meine Aussage zu machen und muss mir so etwas anhören. Sie behandeln mich wie einen Kriminellen. Einen Kriminellen. Ihr Anwälte seid Abschaum. Ich hatte ihn fast. Tut mir leid, Larry. Ich habe versagt. Ich kann jetzt nichts mehr dran ändern. Nicht so voreilig, Herr Savitt. Mia, ich meine Chefin! Hören Sie zu, Wright. Geben Sie nicht so schnell auf. Nicht so. Denken Sie nach. Aber Chefin, es ist vorbei. Ich kann nicht beweisen, dass die Uhr schon am Tag des Mordes nachging. Niemand kann das beweisen.
Nun, ja. Das heißt nicht, dass Sie nicht mehr gewinnen können. Lassen Sie sich was einfallen. Vergeuden Sie keine Zeit, die Fakten anzuzweifeln. Nehmen Sie an, die Uhr ginge nach. Denken Sie es nochmal durch. Sie müssen sich fragen, warum ging die Uhr 3 Stunden nach? Wenn Sie den Grund finden, haben Sie den Beweis. Alles klar, right? Fällt Ihnen ein, warum die Uhr 3 Stunden nachgehen könnte? Und wenn wir jetzt nochmal in die Gerichtsakte schauen, weil jetzt ist der entscheidende Punkt angekommen. Und schauen uns nochmal alles durch. Wir haben den Autopsiebericht, wir haben die Uhr und dann BÄM! Paris. Sie war in Paris. Hätte es vielleicht sein können, dass sie die Uhr mitgenommen hat? Ich weiß die Zeitzonen zwischen Paris und hier Amerika oder Japan nicht, aber warten Sie. Vielleicht kann ich es beweisen. Sie müssen den Beweis irgendwo haben, Wright. Suchen Sie ihn und zeigen Sie ihn vor. Nun, Herr Wright, Sie behaupten, die Uhr ging bereits am Tag des Mordes nach. Haben Sie einen Beweis gefunden, der diese Behauptung belegt? Aber sicher. In der Gerichtsakte gibt es einen Beweis, der meine Behauptung eindeutig belegt. Ha! Große Worte. Ich bin gespannt, wie Sie das schaffen wollen. Dann zeigen Sie uns den Beweis dafür, dass die Uhr nachging. Boom! Das Opfer war gerade am Tag vor dem Mord aus dem Ausland zurückgekehrt. Wie wir alle wissen, beträgt der Zeitunterschied zwischen hier und Paris 9 Stunden. Wenn es hier 16 Uhr ist, ist es dort 1 Uhr morgens. Die Uhr ging nicht 3 Stunden nach, sondern 9 Stunden vor. Das Opfer hatte seine Uhr nicht nach seiner Rückkehr nicht... Das Opfer hatte seine Uhr nach seiner Rückkehr nicht umgestellt. Darum war die Uhrzeit, die sie hörten, als sie sie in ihrer Wohnung erschlugen, falsch. Reicht das als Beweis für Sie, Herr Savitt, oder sollte ich Sie Herr Täter nennen? Bäm! Und er ist raus! Ruhe! Ruhe, habe ich gesagt! Nun, dieser Fall hat sich anders entwickelt, als wir alle erwartet haben. Herr Payne, Ihr Mandant... Er wurde festgenommen und abgeführt, Euer Ehren. Sehr gut. Herr Wright? Ja, Euer Ehren. Ich muss sagen, ich bin beeindruckt. Ich habe noch keinen erlebt, der eine Verteidigung so schnell abgeschlossen und gleichzeitig den wahren Täter entlarvt hat. Danke, Euer Ehren. An diesem Punkt, das ist nur eine Formalität, aber... Das Gericht befindet den Angeklagten, Herr Larry Butts, für... nicht schuldig! Yay! Konfetti! Party! Damit ist die Verhandlung geschlossen. Party, Party, Party! Es stellt sich heraus, dass Frank Savitt ein gewöhnlicher Einbrecher war. Als Zeitungsverkäufer getarnt, beobachtete er, wann die Leute das Haus verließen. An jenem Tag. Als Larry zur Wohnung des Opfers ging, war dieses nicht zu Hause. Als er weg war, brach Savitt ein, um seinem dreckigen Geschäft nachzugehen. Als er gerade die Wohnung durchsuchte, kehrte das Opfer zurück. Überrascht griff Herr Savitt nach dem ersten Gegenstand, den er finden konnte. August 14.32 Uhr, Bezirksgericht, Angeklagtenzimmer Nummer 2. Wow, ich kann noch immer nicht glauben, dass wir gewonnen haben. Right, gute Arbeit da drin. Mein Glückwunsch. Danke, Chefin. Ich habe alles Ihnen zu verdanken. Kein bisschen, kein bisschen. Den Kampf da drin haben Sie ganz allein gewonnen. Es ist schon eine Weile her, seit eine Verhandlung so gut gelaufen ist. Ich habe die Chefin noch nie so glücklich gesehen. Wenn sie schon so froh ist, wie muss sich Larry dann erst fühlen? Mein Leben ist gelaufen. Larry, du solltest dich doch freuen. Was ist denn los mit dir? Ach, Nick. Mach dir um mich keine Sorgen. Ich liege sowieso bald unter der Erde.
Gut, warte. Nein, ich meine schlecht, sehr schlecht. Larry, du bist unschuldig, der Fall ist abgeschlossen. Aber meine Cindy Windy ist fort, Mann. Für immer. Larry, sie war eine... Ach, vergiss es. Glückwunsch, Harry. Harry? Ja, sie. Ich sehe schon jetzt die Schlagzeilen. Harry Butts, unschuldig. Danke, ich schulde Ihnen was. Das vergesse ich nie. Das muss gefeiert werden. Abendessen? Kino? Ich lade Sie ein. Oh nein, es geht nicht. Hey, ich war es, der dich da rausgeboxt hat. Oh, hey. Hier, bitte, ein Geschenk. Ein Geschenk? Für mich? Warten Sie, ist das nicht das Beweisstück, das... Ich hatte die Uhr für Sie gemacht. Ich hatte eine für Sie und eine für mich gemacht. Wirklich? Sie? Sie haben die gemacht? Nun, danke. Ich behalte sie als Andenken. Ja, Nick. Kannst du dir das vorstellen? Ich war so in die Kleine verliebt. Und sie hat nur mit mir gespielt. Ich würde am liebsten heulen. Larry. Sind Sie sich da sicher? Verzeihung? Ich glaube, sie hat sie sehr gemocht. Auf ihre Weise. Ach, sie brauchen mich nicht zu bemitleiden. Ist schon in Ordnung. Oh, ich bemitleide sie nicht. Wirklich. Stimmt's, Wright? Wollen Sie Ihrem Freund nicht etwas zeigen? Etwas, das beweist, was sie für ihn empfand? Was? Oh ja, klar. Wovon zum Teufel redet sie nur? Von der Uhr natürlich. Hier, bitte, Larry. Der Beweis, dass du für sie nicht bloß ein Trottel warst. Was? Wo hast du die Uhr her? Das ist die Uhr, die du für sie gemacht hast, Larry. Sie hatte sie dabei, als sie auf Reisen war. Wahrscheinlich brauchte sie bloß irgendeine Uhr, mehr nicht. Glaubst du wirklich? Das ist eine ziemlich schwere Uhr fürs Reisen. Ach, denk doch, was du willst. Hey, Nick. Ich bin froh, dass du mich verteidigt hast. Wirklich? Das bin ich. Danke. Hoffentlich hat ihm das ein wenig geholfen. Right? Ich hoffe, Sie verstehen nun, wie wichtig Beweise sind. Und ich hoffe auch, dass Sie begreifen, dass sich die Dinge ändern, je nach Blickwinkel. Auch die Menschen. Wir werden niemals wirklich wissen, ob unsere Mandanten schuldig oder unschuldig sind. Alles, was wir tun können, ist ihnen zu glauben. Und um ihnen glauben zu können, müssen sie an sich selbst glauben. Right. Hören Sie zu, lernen Sie, werden Sie stark. Sie dürfen Ihren Glauben niemals verlieren. Niemals. Nun, ich glaube, wir sind hier fertig. Wollen wir gehen? Ja, ich denke schon. Was halten Sie von einem Abendessen? Ich lade Sie ein. Trinken wir einen auf Butts Anschuld. Ja! Oh, da wir gerade von Harry sprechen. Sie haben gesagt, dass Sie unter anderem an seinetwegen Anwalt geworden sind. Ja, unter anderem. Darüber müssen Sie mir irgendwann mehr erzählen. Vielleicht bei einem Drink. Und so ging mein erster Fall zu Ende. Larry gab mir einen Klaps auf den Rücken. Mann, Nick, es ist schön, Freunde zu haben. Aber er wird mir nichts zahlen, es sei denn, die Uhr für mir gilt als Bezahlung. Damals wusste ich es noch nicht. Aber diese Uhr sollte bald im Mittelpunkt eines anderen Vorfalls stehen. Und mein Versprechen, meiner Chefin mehr über mich und Larry zu erzählen, sollte ein Versprechen sein, das ich nicht halten konnte. Und das war der allererste Fall in Phoenix Wright Ace Attorney. Speichern? Nee, wir brauchen eigentlich nicht speichern. Ich würde sagen, dass wir hier einen Cut machen. Ich wollte euch, wie gesagt, halt nur einen Einstieg zeigen, worum es in diesem Spiel geht, was die Charaktere sind, wie das halt einfach alles so aufgebaut ist. Weil wenn man so Phoenix Wright halt hört oder Ace Attorney, wie gesagt, die Reihe ist riesig und populär. Und man hat immer so ein bisschen das Gefühl, dass man in dieses Spiel halt nicht so einfach reinkommt. Und deswegen wollte ich euch hier mit einem kurz angegrabbelt einfach mal so ein bisschen was zeigen, wie das so ist, wie es halt funktioniert
Und vielleicht hat ja der ein oder andere jetzt Lust bekommen, sich das Spiel halt mal anzuschauen. Das, wie gesagt, es gibt es auf Steam in der Trilogiebox für, ich glaube, 30 Euro, 29,99. Im Angebot für 15 meistens. Also jedenfalls habe ich das für 15 geschossen, als es mal im Summer Sale im Angebot war. Also immer die Augen aufhalten. Und wirklich, das Spiel ist teilweise sehr, sehr gut. Die Fälle werden noch komplexer teilweise, verweben sie sich ineinander, dass man nicht nur einen Fall hat, sondern irgendwie zwei, drei Stück. Die Gerichtstage ziehen sich über mehrere, die Fälle. So, dann kommen noch mehrere Charaktere. Also die Charaktere, die sind alle unglaublich liebevoll, alle wunderschön, alle ein bisschen over the top, so wie das halt so in Japan in diesen Visual Novels halt so der Fall ist. Immer so ein bisschen over the top, ein bisschen übertrieben, aber alle sehr liebenswürdig und sehr schön dargestellt. Also so, wenn man dieses Genre schon was abgewinnen kann, dann würde ich schon euch diese Reihe ans Herz legen. Auf jeden Fall, weil, wie gesagt, es sind drei Spiele für einen 30er oder halt auch für günstiger, je nachdem, wann man es schießt. Und wie gesagt, ich bin ein großer Fan davon. Ich spiele das immer mit Freunden zusammen, sodass man dann zusammen ein bisschen knobelt und rätselt, weil später werden die Fälle echt heftig und da kann man viel falsch machen. Aber das macht halt auch ziemlich viel Spaß und die Geschichten sind halt spannend erzählt. Es sind nicht immer dieselben Fälle, so von wegen einer stirbt oder so. Nein, es ist immer was Unterschiedliches. Und ich hoffe, dass ich euch hier in dem kurz angegrabbelt ein bisschen was zeigen konnte, vielleicht ein bisschen Bock auf mehr gemacht habe, euch mit meiner Synchro nicht zu sehr auf den Sack gegangen bin. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das so zu machen. Und wie gesagt, ich schreibe euch wieder, wie immer bei kurz angegrabbelt, alle möglichen Informationen in die Videobeschreibung rein, inklusive Link zu Steam, dass ihr da halt mal schauen könnt, falls ihr Interesse habt. Wenn nicht, hoffe ich trotzdem, dass ihr wenigstens Spaß mit dem Video hattet. Und ja, ich bin YT und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und bis dahin, tschüss!